Ja, ich bin Andreas, 42 Jahre, hier aus Heiligenstadt. Ich bin suchtkrank und stehe hier in der Villa zur Verfügung, wenn Probleme mit Sucht auftritt bei Jugendlichen. Stehe dann mit Rat und Tat aufgrund meiner eigenen Erfahrungen zur Seite und begleite momentan hier die Drogenpräventionswoche, berichte aus meinem Suchtleben als Betroffener und betreue jetzt halt in diesem Rahmen hier Schulklassen mit diese Woche. Jetzt nicht in der Form, du, lass die Finger davon, das bringt nichts, weil wenn jemand das machen möchte, dann macht er es auch. Aber aufgrund meiner Erfahrung einfach die Jugendlichen zu erreichen, zum Nachdenken zu bringen und dass sie zweimal überlegen, ob sie konsumieren oder nicht. Ja, mein Name ist Sascha Herz, ich bin vom Motorsportverein in Heiligenstadt. Wir sind heute hier in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht. Also mein Name ist Bert Dübner, komme von der Verkehrswacht Eichsfeld. Sinn der Verkehrswacht ist zu sensibilisieren im Motto Straßenverkehr, welche Probleme bestehen im Straßenverkehr und welche Gefahren. Und wir haben ein paar Simulatoren, unter anderem den Gurtschlitten, in dem wir zeigen wollen, was die Konsequenzen sind, wenn man unter Alkohol und Drogen Einfluss halt unaufmerksam ist und so Sachen wie das Anschnallen vergisst. Ja? Durch Alkohol und Drogen wird man aber auch unaufmerksam. Ja, mein Name ist Fabian Schneider, ich bin hier angestellt in der Villa Lampe in Heiligenstadt und anlässlich zu den Drogenpräventionstagen biete ich immer einen Graffiti-Workshop an, wo die Jugendlichen sich kreativ ausleben können und ja, wir haben jetzt schon das zweite Mal in Folge Mülleimer zur Verfügung gestellt bekommen von der Stadt Heiligenstadt, die dann in der Lindenallee quasi wieder aufgehangen werden und für die ganze Stadt halt frei zugänglich und betrachtet werden können. Eine coole Sache. Ja, nochmal danke an Heiligenstadt und an Bürgermeister, das klappt echt super, das ist eine super Sache. Ja, also wir sind von der Lingemann-Schule, also vom Lingemann-Gymnasium. Ich bin Ricardo. Ich bin Alina. Und wir haben hier gerade den Workshop Graffiti und da dürfen wir uns kreativ betätigen und unsere eigenen Graffiti sprühen für die Holy Party. Der Workshop ist klasse. Wir konnten unsere eigenen Ideen mit reinbringen. Wir können auch selber sprühen. Es macht viel Spaß.